Hallo und herzlich willkommen zu Snack Session Teil 2, heute mit dem Thema Microsoft OneDrive bzw. mit Microsoft OneDrive einfach Dateien abrufen, teilen und im Team bearbeiten. Mein Name ist Alexander Karls von der Pegasus GmbH und wir hatten uns ja im Teil 1 mal die Grundlagen angeschaut, was Office 365 so alles bieten kann, was da so drin steckt, wie das grundsätzlich vom Einstieg her aussieht. Und wir werden uns jetzt in den nächsten Teilen des Snack Sessions mit den Major Applications von Office 365 auseinandersetzen, indem wir dann auch hier die verschiedenen Einzelprodukte mal näher betrachten und einfach mit einem Fokus auf die Anwendbarkeit des Ganzen da reingehen. Und heute fangen wir eben mit OneDrive an. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, naja, OneDrive, das ist doch ein Produkt, das ist immer dabei. Das gibt es bei Windows 10, aber wir werden jetzt dann im Verlauf des heutigen Trainings auch sehen, dass OneDrive tatsächlich der Dreh- und Angelpunkt für alles ist, was im Sinne von Daten und Datenaustausch in der Cloud existiert. Und wir werden dann auch sehen, wie der Zusammenhang dann zwischen den anderen Systemen so machbar ist. Wie gesagt, unser Thema heute OneDrive, OneDrive for Business. Ist in den meisten Office 365 Plänen dabei. Sie haben im Standardumfang normalerweise 1 Terabyte Speicherplatz zur Verfügung. In den größeren, also pro Benutzer wohlgemerkt zur Verfügung. In den größeren Enterprise-Plänen kann man dann auch noch hochskalieren bis zu 5 Terabyte pro Benutzer. Zusätzlich kommt dann auch noch der Speicherplatz mit rein, der für die verschiedenen Produkte wie zum Beispiel ein SharePoint oder auch ein Microsoft Teams zur Verfügung gestellt wird. Und ja, bei OneDrive liegt der Fokus ganz klar auf dem Teilen von Dateien und Dokumenten. Ich kann das entweder aus dem Fokus für meine eigenen Themen machen oder eben auch aus Unternehmenssicht. Zugriff auf die Dateien, die hier abgelegt werden, erfolgt entweder im Browser oder über eine der vielen OneDrive-Apps, die es da gibt. Die gibt es natürlich für die mobilen Plattformen, die gibt es aber auch natürlich für die Betriebssysteme fix. Und ich kann damit dann eben von den verschiedenen Geräten aus auf meine Daten zugreifen. Aus Sicht einer Einzelperson, wie gesagt, ist es ein Online-Dateispeicher. Es ist eine super Alternative zum Beispiel zu anderen Produkten wie zum Beispiel Dropbox oder aber auch einem selbst gehosteten OwnCloud. Wir haben einfach hier den ganz großen Vorteil, dass die Daten am Speicherort der Unternehmensdaten abgelegt werden. Sprich, wenn Sie jetzt heute ein neues Abonnement bei Microsoft abschließen für ein Unternehmen mit Sitz in Deutschland, dann liegen die Daten auch in Deutschland. Und schon allein aus Sicht der Datenschutzgrundverordnung ist das natürlich schon der empfehlenswertere Weg, statt Produkte zu benutzen, die die Daten in den USA speichern und wo Sie selber auch nicht wirklich die Kontrolle darüber haben, wer da jetzt drauf gucken kann und wer eben nicht. Aus Sicht einer Unternehmung im rechten Frame kriegen wir hier aus Sicht von SharePoint heraus ein umfassendes Management für Dateien. Wir können Zugriffsrechte verwalten. Wir haben SharePoint-Funktionalitäten. Wir können zum Beispiel auch OneDrive-Dokumentenbibliotheken in SharePoint direkt einbinden. Und das Ganze ist eben in den Plänen so mit enthalten. Und wie sich das Ganze aufbaut und zusammensetzt, sehen wir jetzt hier auf dieser Folie. Der blaue große Kreis, den muss man sich jetzt einfach mal als den Speicherplatz der Unternehmung im Office 365 Cosmos vorstellen, sprich der Tenant, so nennt es sich das bei Microsoft, hat einen Gesamtspeicherplatz. Hier gibt es dann verschiedene Segmentierungen, ähnlich wie bei einem File-Server, ähnlich wie bei einem Storage-System, was man sich selber ins eigene Haus stellen würde. Und zum einen gibt es den User Space, sprich eine Person hat eine Lizenz, bekommt 1 Terabyte Platz. Dann gibt es den Gruppenspeicherplatz. Hier liegen dann beispielsweise Informationen drin, wenn wir ein Team anlegen, Microsoft Teams oder eine Office 365 Gruppe, habe ich ja beim letzten Mal schon erzählt, dann bekommt die, je nachdem, wie man das Ganze machen möchte, automatisch einen Speicherplatz. Die bekommt eine SharePoint-Seite, die Gruppe. Da gibt es einen Platz für OneNote. Und das alles ist dann eben in diesem Container drin, der der Gruppe gehört. Dann haben wir noch den Systemspeicherplatz. Im Systemspeicherplatz sind, wie der Name sagt, die Systemdaten gespeichert. Da haben wir auch so keinen Zugriff erstmal drauf, zum Beispiel für einen Exchange, den SharePoint, einen Skype-Server oder Teams-Server. Und dann letzten Endes noch Dateien und Inhalte, die freigegeben sind, sprich Sachen, die ich geteilt bekommen habe als Unternehmen. Wenn mit mir jemand einzeln was teilt, dann sind diese geteilten Daten in dem Fokus des Benutzers zu suchen.
Von der Integration her schaut es dann so aus, dass ich, wenn ich diese ganzen Unternehmensdaten jetzt habe, entweder als Benutzer über einen der Browser oder Clients auf das Ganze zugreifen kann, machen. Ich kann synchronisieren, ich kann aber auch on demand die Sachen aufrufen, wenn ich sie benötige. Gleiche gilt natürlich auch für Systeme, für Geräte, die bei mir im Netzwerk sind. Ich könnte jetzt zum Beispiel mit meinem Laptop auch 1:1 Synchronisation machen mit meinem gesamten Datenbestand oder dem Datenbestand der Firma. Alternativ dazu, wenn Bandbreite eine Rolle spielt, wenn das zum Beispiel am Standort nicht die beste Internetanbindung unbedingt gibt, kann man auch hergehen und sagt, ich nehme meinen File-Server in meinem eigenen Netzwerksegment, installiere OneDrive drauf und synchronisiere dann die Daten über einen dedizierten OneDrive-Account, über einen dedizierten Office 365-Account mit der Cloud und stelle so zum Beispiel meine Inhalte meines Unternehmens direkt zur Verfügung in der Cloud und kann sie von dort aus ebenfalls dann weiterverteilen. Des Weiteren gibt es dann noch die Möglichkeit, auch eine Föderation zum Beispiel einzurichten mit anderen Unternehmungen. Das spielt dann zum Beispiel auch eine Rolle, wenn es ein Unternehmensverbund ist, der hier die Daten miteinander teilt. Dazu kann man, so wie früher nannte sich das Ganze einen Trust, mittlerweile ist es eine Federation im Microsoft-Sprech und auch so könnten wir dann auf den Datenbestand von anderen angeschlossenen Firmen direkt drauf zugreifen. Eine Anmerkung zu dieser Zeichnung, wir haben hier unten steht es auch, das Azure AD-Land, sprich hier werden die Berechtigungen, die Filesystemberechtigungen von Microsoft 365 verwendet, die nicht unbedingt 1:1 die gleichen sein müssen, wie die in ihrer eigenen Umgebung. Das heißt, es kann unter Umständen auch passieren, dass wenn wir eine sehr tiefgehende Struktur angelegt haben, innerhalb von unserem lokalen File-Segment, File-Storage-Segment, dass man die eventuell nochmal nachziehen muss, kann aber auch den Vorteil haben, dass wenn ich den Weg über diese Anbindung hier herstelle, dass ich damit dann auch vielleicht manche Regelwerke einfach auch auflösen kann, die über die Jahre hinweg einfach gewachsen sind. Schauen wir uns an, wie das Ganze funktioniert und beginnen möchte ich gerne mit der lokalen Seite, sprich wir gucken uns mal an, wie sieht es denn bei mir im Explorer aus? Wir haben auf dem Windows-Gerät, mit dem ich hier arbeite, natürlich OneDrive im Betriebssystem Standard bereits mit installiert. Das Ganze integriert sich hier in den Explorer, in die Baumansicht hier auf der Seite. Und hier habe ich alle meine Daten, meine Dokumente und Ordner, die in OneDrive liegen, direkt aus dem Explorer raus im Zugriff. Es gibt hier verschiedene Symbole in der Statusleiste. Und zum einen gibt es die Wolke, das heißt, diese Inhalte sind ausschließlich in der Cloud verfügbar. Wenn ich jetzt den Ordner mal öffne, dann sieht man diese Datei, die habe ich schon mal runtergeladen. Wenn ich jetzt diesen Urlaubsantrag jetzt hier öffne, dann sieht man jetzt ganz kurz, zack, da hat sich so ein Kringel geöffnet. Der Urlaubsantrag ist aufgegangen. Jetzt ist das ein weißer Kreis mit einem grünen Haken drin. Das bedeutet, dass diese Datei so lange auf meinem Rechner bleibt, bis der Speicherplatz ausgeht oder die Datei veraltet ist. Danach würde sie wieder ausgelagert und es würde hier wieder das Cloud-Symbol dargestellt. Wenn ich das so haben möchte, dass die Datei zum Beispiel auch offline zur Verfügung steht, dann sieht man das wie jetzt hier, grüner Kreis mit weißem Haken, dass ich hier drüber festlegen kann, wenn ich jetzt hier einen Rechtsklick drauf mache, immer auf dem Gerät behalten, heißt, diese Datei würde auch, wenn mir der Speicherplatz ausgeht, immer auf dem Gerät beibehalten werden und niemals ausgelagert. Ist halt eine praktische Geschichte, wenn ich das so mache, kann ich halt auch hergehen und sagen, ich weiß, beim Kunden habe ich nicht unbedingt Internet, ich möchte aber diese Datei dabei haben, dann mache ich einfach auf Datei- oder Ordnerebene die Option an, immer auf dem Gerät behalten und habe es dann immer dabei. Des Weiteren kriegen wir auch noch einen Versionsverlauf hier direkt mitzusehen. Das heißt, wenn sich dieses Dokument ein paar Mal geändert haben könnte, dann kann ich hier auch den Versionsverlauf nachvollziehen und kann auch sogar auf vorherige Versionen zurückspringen. Zusätzlich haben wir dann hier noch dieses Symbol mit dem Kopf. Das heißt, diese Datei, die wurde auch noch zusätzlich geteilt mit jemandem. Wenn ich dann jetzt hier auf Teilen klicke, kann ich noch zusätzlich an weitere Personen teilen. Ich habe auch hier die Möglichkeit, den Fokus zu definieren, sprich jeder mit dem Link. Das wäre jeder im Internet, der den Link hat. Oder nur angemeldete Personen, die bei der Pegasus arbeiten. Nur Personen mit Zugriff, das kann ich einzeln einschränken oder bestimmte Personen, das kann ich dann namentlich entsprechend einschränken. Ich kann dann auch noch festlegen, dürfen die Personen bearbeiten
Und ich kann sagen, darf die Datei heruntergeladen werden, ja oder nein. Bei der größten Teilung, quasi mit jedermann im Internet, der den Link hat, kann ich dann des Weiteren noch zusätzlich festlegen, wie lange dieser Link gültig sein soll. Und ich kann ein Kennwort drauflegen, damit nicht jeder, der tatsächlich diesen Link in die Finger kriegt, die Datei auch sofort anschauen kann. Also hier gibt es jede Menge Einstellungsmöglichkeiten. Zusätzlich haben wir auch noch die Möglichkeit, den Link einzeln zu kopieren. Wir können hier die Empfänger dieser Geschichte hier auch direkt so mit reinhauen. Wenn wir das machen, dann bekommt die Person, mit der ich teile, eine E-Mail, dass etwas geteilt wurde. Ich kann es an Outlook übergeben. Dann öffnet sich im nächsten Schritt ein neues Nachrichtenfenster in Outlook, mit dem ich dann hier arbeiten kann. Ich schiebe das gerade mal hoch. Sieht dann so aus. Hier, ne? OneDrive-Link. Und ich kann auch noch beim Teilen dann entscheiden, beispielsweise, ob es irgendwie auf einen anderen Weg geteilt werden soll. Und könnte jetzt zum Beispiel über Apps aus dem App Store heraus an Kontakte übergeben, in meinem Umfeld übergeben. Ich kann es an mein Smartphone schicken, ich kann es an OneNote schicken und so weiter. Funktioniert ähnlich, wie das bei den mobilen Betriebssystemen ja auch der Fall ist, dass ich halt dann das an alle möglichen anderen Anwendungen übergeben kann. Die Teilung funktioniert, wie gesagt, auch auf Ordnerebene. Das heißt, auch hier habe ich die Möglichkeit festzulegen, ob die Dateien auf meinem Gerät erhalten bleiben sollen oder eben nicht. Wenn wir uns das Ganze mal von der anderen Seite anschauen, nämlich aus der Browser-Variante, sprich in der Cloud, dann starte ich jetzt hier wieder über meinen Edge-Browser, an dem ich angemeldet bin, und gehe hier auf OneDrive und wir sehen, wenn die Seite geladen hat, genau die gleichen Dateien und Dokumente wie in meinem Explorer. Ich hole den Explorer nochmal parallel dazu eben her. Wenn wir uns das jetzt mal nebeneinander anschauen, dann sehen wir hier 1 zu 1 Anlagen, E-Books und so weiter und so fort. Das ist genau das Gleiche, nur eben in der Ansicht im Browser. Und ich habe jetzt noch ein paar zusätzliche Funktionen hier, wenn ich das Ganze im Browser mache. Das heißt, ich könnte jetzt hier auf diesem Weg Dateien und Ordner hochladen. Ich kann eine Synchronisierung starten. Wenn ich das mache, würde quasi mein lokales OneDrive sich mit dem in der Cloud synchronisieren. Das passiert aber auch über den OneDrive-Client von meinem Betriebssystem automatisch, wenn sich was geändert hat. Und ich könnte mir zum Beispiel auch noch Workflows erstellen. Das heißt, ich könnte zum Beispiel jetzt sagen, mach mir einen Workflow, wenn sich eine Datei geändert hat, dann schick mir eine E-Mail. Das werden wir uns aber dann im entsprechenden Kapitel der Snack-Sessions auch nochmal genauer anschauen, wie sowas dann funktioniert. Ich kann die Daten ebenfalls teilen von hier und kann damit entsprechend arbeiten. Soweit, so gut. Das ist im Grunde genommen ein reines File Storage in der Cloud. Wir haben auch hier noch eine Analyse, was habe ich zuletzt benutzt. Das heißt, ich kann hier nochmal gucken, wann habe ich mit welchen Daten von mir zuletzt gearbeitet. Ich sehe, was wurde geteilt und dabei nicht zwangsläufig ausschließlich explizit mit mir, sondern es gibt auch Freigaben zum Beispiel von Leuten, die an eine Gruppe gehen. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel hier auch sehen, wer hat wann irgendwas mit einer Gruppe geteilt. Könnte mir die Daten dann hier auch nochmal anschauen. Über Entdecken bekomme ich eine Übersicht über relevante Elemente. Heißt auch hier wieder Sachen, die geteilt wurden, kann ich mir hier nochmal angucken. Und es gibt natürlich auch einen Papierkorb. Heißt, wenn ich an meiner Lokalumgebung was gelöscht habe und selbst wenn ich es in den Papierkorb von meinem Rechner geschoben habe und dort gelöscht habe, hier drüber gibt es die Möglichkeit, nochmal an diese Infos ranzukommen. Dann gibt es aber noch einen weiteren Bereich, nämlich hier die geteilten Bibliotheken. Und das ist das, was OneDrive an der Stelle dann tatsächlich sehr, sehr stark macht und das ganze Thema auch entsprechend interessant macht. Wir gucken mal nochmal in meinen Explorer und wenn man genau hinschaut, sieht man hier Pegasus IT GmbH. Hier sind jetzt nochmal zusätzlich Ordner. Man sieht an den Symbolen, auch das ist OneDrive. Und von der Benennung dieser Geschichten, wenn wir das mal hier vergleichen, geteilte Bibliotheken Portal, sieht man hier, steckt das auch im Namen mit drin. Was heißt das jetzt? Wir gehen mal auf diese Bibliothek Portal und sehen, das sind Dokumentenbibliotheken. Wie kann ich so eine Dokumentenbibliothek benutzen? Ganz klar, über SharePoint. Über SharePoint habe ich nämlich die Möglichkeit, OneDrive und SharePoint miteinander zu verbinden. Und wenn ich jetzt hier mal auf den Bereich Datenschutz zum Beispiel gehe, sehe ich hier
eine Ordnerstruktur innerhalb vom SharePoint. Ich sehe hier an dieser Leiste, das da ist tatsächlich OneDrive, was sich in SharePoint integriert. Wenn ich das gleiche hier mache, Datenschutz, da drauf gehe, sehe ich die gleichen Ordnerinhalte. Tue ich das bei mir auf meinem Explorer, sehe ich wiederum die gleichen Inhalte. Und dadurch wird es natürlich schon sehr schön und sehr umgänglich, das Ganze. Ich könnte jetzt nämlich zum Beispiel hergehen und sagen, der Mitarbeiter, der hauptsächlich mit den Daten im SharePoint arbeiten möchte, der kann es da tun. Jemand, der eher Explorer-lastig ist, kann sich das Ganze auch hier in seinen lokalen Explorer reinholen. Und jemand, der zum Beispiel mit Teams gerne arbeitet und viel in Teams haben möchte, der kann sich diese Dokumentenbibliothek auch in Teams direkt integrieren. Und dadurch kriegen wir schon ein Stück weit eine Integration zwischen den verschiedenen Produkten, die Office 365 bzw. Microsoft 365 hier mitbringt. Und dadurch macht das natürlich dann auch Spaß, weil ich nicht die Richtung vorgeben muss. Ich muss nicht vorgeben, mit welcher Anwendung welche Daten bearbeitet werden, sondern ich kann hergehen und kann auf diesem Wege auf verschiedenen möglichen Plattformen diese Daten zur Verfügung stellen. Wie kommt das jetzt bei mir auf meinen Rechner, könnte man sich jetzt natürlich fragen. Das ist ebenfalls eine ganz tolle Geschichte, die Microsoft hier gemacht hat. Wenn wir jetzt zum Beispiel uns mal, da muss ich mal eben gucken, wo haben wir hier was, den sonstige Dokumente-Ordner vornehmen und sagen, den möchte ich auf meinem Rechner auch haben, ich möchte per Explorer darauf zugreifen. Dann sagen wir hier synchronisieren, er sagt öffnen, er öffnet jetzt mein OneDrive. Das OneDrive, das macht ganz kurz einen Zucker im Hintergrund und jetzt steht uns hier im Bereich der Umgebung das Ganze auch schon zur Verfügung. Das heißt, wir haben hier Portal Pegasus intern, wir haben hier diese ganzen Infos und jetzt hat er es tatsächlich in der Ansicht nicht aktualisiert. Nachdem die Daten dann auch offline zur Verfügung stehen, kann man das Ganze natürlich nochmal eine Etage weiterspielen und kann hergehen, zum Beispiel um diese Informationen synchronisieren, wenn man jetzt zum Beispiel hergeht und sagt, das Thema mit der schmalen Bandbreite, wir haben nicht so viel Upload, beziehungsweise nicht so viel Download, dann lässt sich das zum Beispiel mit der PowerShell entsprechend auch synchronisieren, dass ich hergehe und meine Ordnerstrukturen durchsuchen lasse, zum Beispiel nach PDF-Dateien. Schaut dann so aus, dass ich sage, ich lese per PowerShell alle PDFs aus meiner Umgebung aus, möchte das Ganze in diesem Pfad hier entsprechend suchen, geschrieben werden soll es, in dem Fall ist das jetzt hier nur ein Beispiel, auf meinem Rechner, man würde es natürlich dann für einen Benutzer mit entsprechenden Rechten auf einer Serverumgebung einrichten und ab dem Moment, wo die Daten hier in diesem Pfad drin liegen, werden sie auch direkt in die Cloud hochsynchronisiert. Das lässt sich vollautomatisiert gestalten, das geht auch bidirektional, das heißt, ich habe auch die Möglichkeit, eine Übergangszeit zu definieren, in welcher die Benutzer entweder mit den Daten auf dem lokalen Storage-System arbeiten, klassisch über die Netzlaufwerke, so wie sie es bisher auch getan haben und kannten, oder aber ich sage, wer möchte, darf schon oder kann natürlich gerne auch mit dem OneDrive-Client auf seinem Rechner arbeiten oder aber arbeitet dann im Browser mit den Daten, in Teams, in SharePoint oder wo sie halt eben benötigt werden. Und damit kriegen wir hier wirklich die Lücke auch geschlossen zwischen den beiden Welten, On-Premise-Welt und Cloud-Welt, und können auf dieser Basis dann auch richtig gut die Daten verwalten. Stichpunkt Datenverwaltung. Es gibt natürlich ein Admin Center für diese ganze Umgebung. Auch das haben wir beim letzten Mal schon mal kurz gesehen. Das Admin Center von Office 365. Wenn wir uns dann mal hier in die Kachel alle Admin Center reingehen, dann haben wir hier zum einen den Punkt SharePoint. Und über SharePoint komme ich dann auch ans OneDrive Admin Center. Das sieht dann so aus, dass wir hier die Grundeinstellungen vornehmen können. Beispielsweise, wer darf standardmäßig wie teilen. Bei uns ist Default nur intern. Wenn jemand extern teilen möchte, kann er das. Wir können dann auch noch Vorgaben machen, wie die Benutzer genau teilen können. Das heißt, auch da sehr granular. Ich kann auch noch weitere Einstellungen vornehmen, dass ich zum Beispiel nur in bestimmte Domänen teilen darf. Ich kann auch festlegen über den Gerätezugriff beispielsweise, ob jemand
nur aus bestimmten IP-Adressbereichen auf die Daten der Firma zugreifen darf. Das ist auch ein Ding. Gerade aus der Corona-Phase hatten wir das öfters, dass die Firmen gesagt haben, wir wollen keine privaten Endgeräte an unseren Firmendaten, um hier auch zum Beispiel eine Querverseuchung durch Verschlüsselungstrojaner und Co. auszuschließen. Insofern könnte man jetzt zum Beispiel sagen, nur von den öffentlichen IPs der Firma, heißt, der Benutzer braucht einen VPN-Client und muss einen Tunnel aufbauen, um dann mit dieser IP-Adresse der Firma rauszukommen und bei OneDrive aufzuschlagen, dann darf ich das Ganze, dann darf ich auch einen Sync machen. Wenn ich das nicht habe, dann darf ich eben auch nicht synchronisieren. Des Weiteren haben wir auch noch die Möglichkeit, dann beispielsweise einzustellen, ob Dateien in Apps überhaupt heruntergeladen werden dürfen, ob man Screenshots erstellen kann und so weiter. Das sind aber alles sehr detailreiche Einstellungen, die teilweise auch nur dann funktionieren, wenn man einen entsprechenden Plan von Office 365 hat, in dem solche Sachen drinstecken. Das Ganze geht hier nämlich schon sehr stark Richtung Microsoft Intune bzw. EMS und auch dazu wird es eine eigene Snack-Session geben, wo wir uns das Ganze dann nochmal im Detail anschauen. Es gibt auch Compliance-Richtlinien, die ich festlegen kann. Das heißt, ich kann bestimmen, ob zum Beispiel vertrauliche Informationen gespeichert werden dürfen oder nicht. Ich kann hier auch festlegen, wie diese Informationen verarbeitet werden sollen und was dann passieren soll, wenn so etwas passiert ist, wenn jemand zum Beispiel sowas gespeichert hat. Und das kann dann zum Beispiel so aussehen, dass wir hier eine Benachrichtigung bekommen von Office 365, dass hier Daten gespeichert wurden in OneDrive, in dem Fall in meinem eigenen. Hier sind Kreditkarteninformationen bzw. Bankdaten gespeichert in diesen Dateien, in dieser Excel-Datei in dem Fall. Und das ist jetzt erstmal nur ein Hinweis. Ich könnte aber auch einstellen, dass wenn eine Datei so aussieht, wenn da solche Informationen drin sind, die nicht nach extern geteilt werden darf oder aber die zum Beispiel auch nicht per E-Mail verschickt werden darf, da hat Microsoft ganz stark den Daumen drauf und hier drüber kann ich einstellen, dass halt eben nicht sensible Daten in der Cloud gespeichert werden. Zusätzlich habe ich auch die Möglichkeit, Aufbewahrungsrichtlinien festzulegen. Ich habe die Möglichkeit, über eDiscovery auch Fälle zu erstellen, zum Beispiel, wenn es einen Rechtsstreit gibt, um alle Informationen hier zu kollektieren. Danach kann ich suchen, ich kann das auch wegspeichern dann, um den Weg auch nachzustellen. Und ich habe die Möglichkeit, Benachrichtigungseinstellungen festzulegen. In den Benachrichtigungen selbst gibt es dann auch noch verschiedene Optionen. Und im Bereich der Datenmigration ist es so, das ist jetzt hier ein Link auf die Knowledge Base von Microsoft, auf das Documentation Center. Da sieht es so aus, dass wir verschiedene Möglichkeiten haben, die Daten in die Cloud zu bringen. Einen Weg habe ich vorhin schon erklärt, über den OneDrive Client. Ein anderer Weg wäre zum Beispiel über das SharePoint-Migrationstool das Ganze zu machen, wenn Sie schon SharePoint im Einsatz haben. Oder aber, wenn es eine ganz große Datenmenge ist, dann gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel über FastTrack auch das Ganze per Datenträgern zu machen. Oder aber wir laden es für Sie hoch, denn wir haben bei uns den Vorteil, wir sind wirklich sehr stark angebunden, sehr schnell angebunden und wir können den Upload im Zweifelsfall auch für Sie von uns aus übernehmen. Dazu würden wir Ihnen einen verschlüsselten Datenträger zur Verfügung stellen, den Sie dann mit Daten befüllen. Wir holen den ab oder Sie schicken uns den zurück, entsprechend versichert, und machen dann für Sie in Ihrem Auftrag den Import von den Daten in Ihre Kundenumgebung. In OneDrive haben wir dann zusätzlich auch noch die Möglichkeiten einzustellen, wie denn die Informationen, die wir jetzt hier geteilt haben, zusätzlich synchronisiert werden dürfen. Das heißt, auch hier kann ich dann noch Einschränkungen vornehmen, dass jemand überhaupt zum Beispiel nicht synchronisieren darf. Das wäre dann wieder so das Thema, private Endgeräte dürfen keinen Sync auf die Platte machen. Die dürfen aber durchaus im Browser auf die Dateien zugreifen, dürfen sie aber nicht runterladen. Das heißt, wir haben eine Sandbox, die Datei wird immer nur im Browser geöffnet und angezeigt. Ein Herunterladen der Datei ist verboten. Geräten, denen ich vertraue, weil sie zum Beispiel von einem definierten IP-Adressbereich kommen oder Domain-Mitglieder sind bei mir, bei denen erlaube ich dann beispielsweise auch den Download. Im SharePoint Admin Center gibt es dann auch noch dazu verschiedene Einstellungen, wo man dann festlegen kann, wo die Daten gespeichert werden. Die aktiven Webseiten kann ich hier drüber verwalten. Aber das ist dann wiederum ein Teil von unserem nächsten Themenblock, nämlich da geht es dann im nächsten Teil um das Thema SharePoint.
Gut, kommen wir noch auf das Thema der Lizenzierung. Wo ist das Ganze denn mit dabei? Wo kann ich mit OneDrive arbeiten? Wir sehen es hier, Speicherplatz. Ich habe in allen Plänen Minimum 1 Terabyte zur Verfügung. Wenn ein Postfach dabei ist, habe ich zusätzlich noch 50 GB Postfachspeicher bzw. 100 GB standardmäßig ab E3-Plan. Hier kann ich dann ebenfalls mit den Daten arbeiten und OneDrive legt zum Beispiel E-Mail-Anlagen auch da hinein. Wenn ich quasi eine Anlage speichere oder ein neues Word-Dokument erstelle, ist das Speicherziel immer OneDrive. Und deswegen glaube ich, ist jetzt an der Stelle auch schon ein bisschen klarer geworden, warum OneDrive so wichtig ist aus Sicht von einer Office 365-Umgebung. Ich kann es auch nochmal hier gerade eben zeigen, was da sonst noch alles so drin liegt im OneDrive. Zum Beispiel meine Teams-Chat-Dateien, meine Daten, die ich über Teams ausgeteilt habe oder ausgetauscht habe. Meine OneNote-Notizbücher liegen hier automatisch drin. Wenn ich mit Office Lens zum Beispiel Dokumentenaufnahmen mache oder Bilder von einem Whiteboard mache beim Kunden, landen diese Sachen ebenfalls automatisch hier. Und das Gute ist einfach, ich halte meine Daten alle zusammen. Ich halte die Daten am Datenspeicherort meiner Firma, in dem Fall entweder in Europa oder in Deutschland im besten Fall, und habe auch hier nicht das Problem, dass ich irgendwelche Safe Harbor Abkommen oder ähnliche Geschichten entsprechend berücksichtigen muss, denn die Daten sind da, wo ich vorher definiert habe, dass sie liegen sollen. Wie gesagt, wir haben uns das ganze Thema nochmal zusätzlich auf die Fahne geschrieben, denn aus Sicht von Backup und Restore ist es ein schwieriges Thema bei Microsoft. Die Daten, das sagt Microsoft selber auch, die Daten gehören dem Kunden, die gehören im Prinzip in die Verwaltung auch des Kunden. Deswegen haben wir gesagt, das ist aus Admin-Sicht nicht unbedingt ideal. Wir möchten klassisches Backup in Anführungszeichen zur Verfügung stellen können für die E-Mail-Postfächer, für OneDrive, für SharePoint, für 365 Groups und Teams. Und deswegen haben wir für unsere Kunden zur Auswahl zwei Wege. Zum einen die Variante über Produkte des Herstellers Barracuda. Hier gibt es, das ist das jetzt das größte Paket, das gibt es auch noch ein bisschen kleiner, die Complete Protection and Compliance Suite. Da ist auch Backup mit drin für die Cloud-Produkte. Da ist aber auch noch eine Mail Security mit drin, eine Advanced Threat Protection und eine E-Mail-Archivierung. Alternativ dazu kann man es auch natürlich mit Veeam machen, wenn ich schon Veeam im Einsatz habe. Gibt es das als Add-on für die Veeam Backup und Replication bzw. Recovery-Konsole, dass ich Office 365 Backups von meiner Umgebung machen kann, um die dann auch entsprechend in meiner lokalen Umgebung aufzubewahren. Aber da muss ich sagen, Vorsicht bitte, ein Hinweis an dieser Stelle, die Informationen können sehr schnell sehr groß werden. Wir haben hier das Problem natürlich mit einem Terabyte pro Benutzer und zusätzlich noch den 50 Gig Mail-Postfächern, dass das natürlich sehr schnell sehr groß und voll werden kann in Ihrer lokalen Umgebung. Und da muss man schon sich vorher wirklich mal gut Gedanken drüber machen, ob man denn den Platz überhaupt dafür zur Verfügung hat. Wir schauen mal kurz rein, wie das Ganze dann ausschaut. Und zwar ist es bei Barracuda so, dass wir hier die Möglichkeit haben, in der Barracuda Cloud Control die verschiedenen Produkte der Microsoft-Welt zu konnektieren. Man sieht schon hier, OneDrive, Exchange, SharePoint und Groups bzw. Teams sind hier mit diesem Backup-Produkt verbunden. Das Ganze läuft in der Cloud. Wir haben eine Cloud-to-Cloud-Backup-Strategie. Das heißt, wir sichern Daten aus der Microsoft Cloud, die in Europa oder in Deutschland, in Frankfurt läuft, in das Rechenzentrum von Barracuda in Deutschland, was sich ebenfalls in Frankfurt befindet. Im Idealfall verlassen die Daten also die Region Hessen überhaupt nicht. Wir haben die Möglichkeit, mit Barracuda Cloud Control bzw. Cloud to Cloud Backup so oft und so viel Daten zu sichern, wie wir möchten. Da unterscheidet sich dieses Produkt ganz stark von anderen Produkten im Wettbewerb. Hier haben wir tatsächlich keine Limits. Ich habe einen Fahrplan, ähnlich wie bei Microsoft, Pay as you go, pro Benutzer, pro Monat. Solange ich bezahle, kann ich das Ganze auch benutzen und kann dann beispielsweise hier reingehen in den Bereich OneDrive for Business Backups, kann mir das mal anschauen, was wird denn hier alles gesichert. Heißt, man sieht hier schon, da sind die verschiedenen Informationen drin, die hier gebackupt werden. Ich kann festlegen, wie oft soll denn das Ganze gesichert werden. Bei uns ist es einmal pro Tag
um 10 Uhr abends. Ich könnte aber auch sagen pro Stunde. Oder ich überlasse dem System die automatische Wahl und mache dann die Backups, wenn die Microsoft-Umgebung gerade nicht unter Last steht. Auch das eine gute Geschichte. Barracuda ist Partner der Wahl von Microsoft, wenn es um das Thema Backups geht. Hier gibt es APIs, die automatisiert auch die Lastabfragen im Quellsystem und nur dann ein Backup fahren, wenn das nicht gerade komplett unter Volllast steht, das System auf der anderen Seite. Wir haben dann zusätzlich auch noch Aufbewahrungsrichtlinien. Im Standardfall ist es so, dass ich sage, ich könnte zum Beispiel für immer alles aufheben. Ich kann aber auch die Revisionen so gestalten, dass ich zum Beispiel sage, tägliche Revisionen 30 Tage aufheben, wöchentliche für 21 Wochen, monatliche für ein halbes Jahr und jährliche Vollbackups für immer. So kann man es spielen. Man könnte aber auch sagen, ich will niemals irgendwas löschen. Dann lässt sich das ebenfalls so einstellen. Ist natürlich ein bisschen ein schwieriges Thema, weil aus Sicht des Datenschutzes sind wir ja eigentlich dazu verpflichtet, Datensparsamkeit zu betreiben. Und deswegen sollte man da auch mal durchaus aufräumen. In den Backups selber ist es dann so, wenn wir zum Beispiel jetzt hier mal uns ein Postfach vornehmen, wie das dann ausschaut. Dann kann ich mir hier direkt auf die Postfächer drauf zugreifen. Ich habe die Möglichkeit, ein Postfach entweder vollständig wiederherzustellen oder einzelne Ordner oder einzelne E-Mails. Das Ganze Point in Time, das heißt, ich habe hier drüber die Möglichkeit, nicht nur das Datum, sondern auch die Uhrzeit auszuwählen. Macht jetzt bei uns natürlich wenig Sinn, weil wir nur ein Backup pro Tag fahren. Man könnte aber jetzt genauso gut hergehen und sagt, ich habe stündliche Backups. Dann kann ich stündlich rückwärts springen und über diesen Zeitverlauf hinweg quasi die Daten auch wiederherstellen. Wenn ich dann auf das Postfach direkt drauf gehe, wie gesagt, habe ich die Möglichkeit, alles oder nur einen Teil davon wiederherzustellen und habe dabei zusätzlich die Möglichkeit auch auszuwählen, ob das an den ursprünglichen Ort wiederhergestellt werden soll. Kann ich jetzt hier zum Beispiel Latest Revision of Mailbox, damit gehe ich an den Ursprungsort zurück oder aber stelle lade die gesamte Mailbox herunter. Oder ich könnte hergehen und sagen, das da möchte ich jetzt auch wiederum an eine bestimmte Stelle oder herunterladen. Oder bei OneDrive und Teams ist es nochmal ein bisschen anders, könnte ich das auch über ein anderes Postfach zurücksichern. Heißt, wenn die Person die Firma verlassen hat, könnte ich zum Beispiel auch hergehen und sagen, ich möchte den Content von Person A in die Umgebung von Person B restoren. Auch das kann man machen und das macht natürlich dann entsprechend auch extra viel Sinn. Wir haben ein Reporting dabei, das heißt, ich kann auch sehen, wie sind die Backups gelaufen, wie sind die Restores gelaufen. Ganz wichtig, ich habe ein Audit Log dabei, auch aus Sicht des Datenschutzes ein wichtiges Thema. Heißt, hier wird jede Änderung entsprechend vermerkt. Man sieht jede Veränderung, wenn jemand etwas wiederhergestellt hat, wenn jemand irgendwo reingeguckt hat, sich eine Mail angeschaut hat. Das ist ganz wichtig und sowas sollte man grundsätzlich auch, wenn es geht, nur zusammen mit dem Datenschutzbeauftragten tun. Einen Restore oder die Suche nach gelöschten Elementen, weil man ja unter Umständen hier schon sensible Informationen einsehen kann als Administrator. Deswegen Vier-Augen-Prinzip wichtig und sollte man auch wirklich berücksichtigen. Und noch besser, man sollte dieses Protokoll hier dann auch entsprechend ab und zu mal aufbewahren, irgendwo extrahieren, um es dann auch zu haben, einfach um hier der Protokollierung auch Rechnung zu tragen. Gibt dann noch einige Systemeinstellungen, die wir vornehmen können und administrative Einstellungen. Ich bekomme natürlich auch E-Mail-Benachrichtigungen, wenn etwas nicht funktioniert hat. Ich könnte auch hier drüber zum Beispiel dann im Rahmen einer Backup-Vereinbarung mit der Pegasus hergehen und sagen, liebe Pegasus, kümmert euch da bitte drum, wenn es einen Fehler bei einem Backup gegeben hat, bitte proaktiv darum kümmern. Und wenn Sie daran Interesse haben, jetzt nicht nur im Bereich Barracuda, sondern auch Veeam oder anderer Backup-Produkte, sprechen Sie einfach mich oder Ihren zuständigen Vertriebsansprechpartner an. Der berät Sie sicherlich auch gerne zu diesem Thema. Das war's schon wieder für heute zu Teil 2 von unserer Snack-Session-Reihe. Und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und würde mich freuen, wenn wir uns dann zu Teil 3 wiederhören. Wir werden natürlich dann als nächstes in das Thema Microsoft Teams und Kisala einsteigen und in Snack Session 4 uns dann SharePoint angucken. Also es bleibt spannend, würde mich freuen, wenn wir uns wieder hören. Vielen Dank und bis bald.